Meine Damen und Herren, begrüßen Sie recht herzlich Fußballlegende Thomas Helmer. Hier ist er. Danke, danke. So. So, jetzt, jetzt bist du vom Sportler sozusagen zum Moderator geworden. Bist du beim DSF ja nicht der Einzige. Wer denn noch? Ja, du bist ja auch jetzt Kollege von Boris Becker, das oder? Das stimmt, ja. Hast du recht. Ja. Dann trifft man sich da manchmal in der Kantine oder wie muss man das vorstellen? Permanent. Permanent. Nein, aber läuft man sich über den Weg? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Nein. So. Ich weiß aber, dass er nächste Woche startet. Ja. Mit seinem Talk und ja, wir sind alle gespannt. Bist du auch schon als Gast angefragt? Nein, erstmal noch die Aktiven. Du weißt, als nicht mehr Aktiver ist man erstmal nicht mehr im Geschäft. Ja, oh. Mensch. Bist du traurig? Nee, nein. Ich habe jetzt mit den anderen Aktiven zu genau, tun. Genau, du hast mit den anderen. Genug. Du hast eine Sendung beim DSF, die heißt Projekt 2006. Ja. Worum geht es da im Wesentlichen? Geht eigentlich um die Nationalmannschaft. Ja. Das Ganze geht natürlich bis zur WM 2006 bei uns im eigenen Land. Und vor jedem Länderspiel machen wir eine schöne Sendung eben um die deutsche Nationalmannschaft. Allerdings gehen wir jetzt am Montag zu den Holländern. Wie? Warum? Ja, weil die Holländer das unser erster Gegner sind, wie du ja weißt, bei der Europameisterschaft. Und was ist denn jetzt am Montag? Ist jetzt am Montag Nee, die Holländer spielen gegen die Griechen am nächsten Mittwoch. Ah, oh, ein und sehr spannendes Spiel. Und du weißt, wer Trainer der Griechen natürlich, ist? Natürlich, Otto Rehhagel. Sehr schön. Natürlich. Und die Gattin eines der besten griechischen Spieler war schon bei uns zu Gast. Despina Vanzi, das ist die Gattin des griechischen Beckham. Nikolaidis heißt er, glaube ich. Jetzt bin ich begeistert. Du hast keine Ahnung, oder? Nee, ich weiß gar nicht, von wem du redest. Also, ja. Ich nehme an, dass du von einem Griechen auf den Ecke gerade erzählt hast. Das stimmt, oder? Nikolaidis heißt der Typ. Der war gerade noch im Spiegel einen Bericht über Otto Rehhagel. Hast du nicht gelesen? Da war ein Foto und die war schon mal hier. Ja. Und da kannst du dir gar nicht vorstellen, was da los war. Da haben wir hier aus Gastfreundschaft einen Gyros-Spieß reingefahren. Ja? Ohne Scherz. Und das ist, was Sie ja gar nicht mitbekommen haben. Das müssen Sie mir einfach mal glauben. Sie können sich nicht vorstellen, was in Griechenland los war. Ja, in Griechenland war das bei ein oder zwei Sendern, da gibt es so zwei kleinere Privatsender, war das drei Tage lang Thema, ob das nicht unflätig von mir war, hier einen Gyrosspieß reinzufahren. Da gab es Diskussionsrennen mit teilweise bis zu 7 Leuten, die immer geschimpft haben. Ja, es ging die ganze Zeit, es war unfassbar. Wir müssten mal ein paar von diesen Bändern zeigen. Man regt sich ja, auch nicht, dass ich das ausbaden muss jetzt nächste Woche da, ne? Wenn du? Ich Otto, ja, hoffentlich. Weil du da, ne? Ja. Schön, danke noch. Du fährst dann dahin, nach Griechenland oder? Nee, nach Holland fahren wir. Das findet in Holland statt, das ja, Spiel. Ja, ja. Was glaubst du, wie gut sind die Griechen denn? Weil die haben ja unter Otto Rehhagel, ich glaube, noch nicht ein Spiel verloren, oder? Ja, die haben die Spanier in der Gruppe gehabt, also die sind ja, ja normal sehr gut, das und wissen wir. Und haben gegen die Engländer unentschieden gespielt. Was ist los mit dir? Was? Du bist so gut informiert, ich bin begeistert. Ja, natürlich. Ich kann die Sendung gerne machen beim DSF. Ja? Sollen wir tauschen oder was? Na, selbstverständlich habe ich Ahnung. Ich informiere mich natürlich tagtäglich über alles. Ja? Okay. Bist du denn da bei der Europameisterschaft? Ja, wir müssen ja leider hier Sendung machen. Wir machen aber, glaube ich, so eine EM-Spezialsendung und wir schicken Elton nach Griechenland, nach Portugal. Elton habe ich ja in Südkorea auch schon getroffen. Du hast Elton in Südkorea getroffen? Ja, bei der WM vor 2 Jahren. War der in Südkorea? Ich dachte immer, der wäre in Japan gewesen. Was hat der uns denn erzählt? Das ist nicht so weit voneinander entfernt. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich geografisch da so... Ja, aber es ist doch schon übers Meer rüber. Ja, das ist doch schon ein längeres Stück stimmt, zu Fuß. Ja, stimmt. Ja. Das heißt, du bist auch bei der Europameisterschaft vor Ort? Ja, ich bin im deutschen Lager. Also ich bin so der Anchorman, wie es so schön heißt, im deutschen Lager. Aber fürs DSF? Fürs DSF, ja. Da gibt es mittags einen schönen Talk und die schalten dann immer rüber zu uns. Und wir berichten dann gerade, warum Rudi Völler jetzt zurücktritt und... unsere Stürmer. Ach so, soll ich sagen? Das wisst ihr jetzt schon? Ja, gut. Natürlich nicht, nein. Warum darf Lukas Podolski nicht mitfahren? Das musst du doch besser wissen, was hier in Köln los ist, als wahrscheinlich, ich. Ist ja nicht gesagt, dass er nicht mitfährt, das kommt doch noch. Ich habe heute in der Zeitung gelesen, das neue junge Stürmertalent vom 1. FC Köln, Lukas Podolski, darf nicht mitfahren. Er ist nicht nominiert für dieses Spiel jetzt in Rumänien. Ach so, es geht nur um dieses Spiel. Wir haben ja nicht so viele Stürmer. Ja, ich bin mal gespannt. Ansonsten, Bundesliga kennt sich auch noch aus. Wollen wir mal tippen? So ich würde gerne mit dir tippen. Ja. Ja? Denn am Samstag, wir haben folgende Spiele am Samstag. Ich hole mir mal einen Stift. Und zwar, wo ist denn der Stift? Der Stift hier.
Du so, weißt, da kann man sich nur Feinde machen jetzt, ne? Wieso? Ja. Ja, stimmt. Das ist jetzt, wird jetzt richtig spannend. Es geht jetzt um die Wurst. Fang du doch mal an. Also Rostock gegen Schalke. Was sagst du am Samstag? Null. Null? Nee, ich will Ergebnisse, nicht diesen Quatsch. Ey. Null. Ja, wenn ich das schon höre. Da seit weißt du, was Null heißt? Seit 30 Jahren reg ich mich darüber auf, ja, dass immer die Leute immer sich tipp mal. Rostock-Schalke Null. Ich will wissen, wie die spielen. Ja? Okay, 2-1. 2-1, ja, für wen? Für Rostock? Für Rostock? Ja. Ja. 2-1 für Rostock. Ist klar, 2-1 ist immer für die Heimmannschaft dann, weißt du. Ne? Ja, 1-2 wäre für... Ja, natürlich. Okay. Klugscheiße. So. Was, ja? Bitte? Ich hab's hier akustisch nicht ja, verstanden. Ich auch nicht. So, also Rostock gegen Schalke, ich sage 0-1. Tut mir leid für Rostock. Ja. Ah, ist doch gut. Ja. Jetzt Moment, jetzt kommt der Dortmund-Leverkusen. Du als alter Dortmunder, da ist es für dich natürlich schwierig, oder? Oh, jo, das ist hast du noch Aktien in Dortmund? Bist du, welcher Mannschaft hängst du denn an? Im Moment? Ja? Ganz extrem härter, weil ich nicht hoffe, dass die absteigen, weil ich da zuletzt auch war. Also von daher verstehe. Okay, aber Leverkusen gegen Dortmund? Leverkusen ist gut drauf, Dortmund auch. Spannendes Spiel, 3-3. 3-3, okay, verstehe. Ich sage 3-1 für Leverkusen. So. Dann du Hamburg als gegen... Kölner sagt, du als Kölner tippst für Leverkusen? Ich tippe für Leverkusen, weil ich finde, der Kalli ist so ein netter Mann. Ja, ach ja, der Kalli, stimmt. Der Kalli mag ich auch, ja, das ist gut. Der Kalli ist ganz nett, ja. Hamburg gegen Köln, dann sag ich direkt schon mal 1-7, ja. Und jetzt bist du dran. Das ist natürlich hart, da ich in Hamburg wohne und wir jetzt in Köln sind. Okay, ich tippe dann Nummer 1-6. 1-6? Ja. Dein Herz schlägt für den HSV, man merkt es. So, Hannover gegen Stuttgart, da sage ich grundsätzlich immer Hannover 0 und Stuttgart 3. Was hast du gegen Tipp. Hannover? Ja? Zufrieden? Ja, okay. Ich tippe 1-1. 1-1, okay. Mhm. Frankfurt gegen Freiburg, da bin ich total emotionslos. Frankfurt gegen Freiburg. Was? 9-0. 9-0, ja. Richtig. Was sagst du? Ich sag Frankfurt-Freiburg ist mir eigentlich... Obwohl. Was denn? Wo steht Frankfurt jetzt? Ja, die stehen auf dem Abstiegsplatz. Ja, das ist gut. Vielleicht kann der FC noch einen Punkt gut machen. Da sage ich mal Frankfurt gegen Freiburg 0-3. So, ja, aber du weißt, die müssen noch mehr hinter sich lassen, nicht? Die nur. Müssen noch mehr hinter sich lassen. Für den FC sieht es nicht also gut ich, aus, wenn ich nicht tipp, 3 Punkte ich tippe 2-0 für Frankfurt. 2-0 für Frankfurt? Ja. So. Hertha gegen Lautern sag ich 1-1. Nee, Hertha muss 1-0 gewinnen jetzt. Hertha muss 1-0 gewinnen. Da okay, das machen wir noch zu Ende. Gladbach sag ich 2-1 gegen Wolfsburg. Ich sage 3-2 nach Verlängerung. 3-2 nach Verlängerung. Okay, dann sage ich, Bayern scheidet im Achtelfinale aus. Bayern, das müssen wir noch tippen. Bayern München gegen 1860. Oh, ich habe gerade die Quoten gesehen bei wetten.de. Da gibt es auf einen 60er-Sieg richtig viel Geld. Richtig viel Geld, dann da sage ich 5-0 für 60. Habe ich mir gedacht, ja. Also, ich habe... Ich habe gerade vor der Sendung noch mit Römer Kai gesprochen. Der hat gesagt, das ist seine Lieblingsgegner. Also 3-0 für Bayern. 3-0 für Bayern, ja, okay. So, und dann haben wir noch VfL Bochum gegen Bremen. Da sage ich, bei Bremen läuft's gut. Das wird aber knapp, weil Bochum ist ganz gut. Die haben sich warm geschossen gegen den FC Köln. Und dann haben wir mal, sagen wir mal, 1-2. 4-4. 4-4. So. Ja, das ist. Wir werden das am Montag mal nachprüfen. 100 Euro, wer gewinnt? Okay. Okay. Kannst du schon mal hier lassen. So. Bin mal gespannt. Bring ja, mit. Dann wünsche ich viel Glück und viel Erfolg mit der Show, danke. Mit der Sendung Projekt 2006 6. mit Thomas Helmer beim DSF. Und ja, kann man immer nachlesen in den aktuellen Zeitungen, wann es ausgestrahlt wird. Immer ja? Einen Tag vor dem Spiel. Immer einen Tag vor dem Spiel. So einfach ist es. Vielen Dank, Thomas Helmer, meine Damen und Herren.